Heute für euch die Theorie, warum Harry Potter und Hermine Granger eigentlich zusammengehören. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über ein unglaublich kontroverses Thema sprechen, warum Hermine eigentlich mit Harry statt mit Ron zusammen sein sollte. Diejenigen unter euch, die in erster Linie Fans der Harry Potter Romane sind und sowohl die Bücher als auch die Filme genießen, können sich vorstellen, dass dieser Gedanke schon bei der bloßen Erwähnung dieses Ansatzes auf Unmut stoßen könnte. Andererseits bin ich mir ziemlich sicher, dass viele unter euch, die den Filmen treu geblieben sind, wahrscheinlich zustimmend mit dem Kopf nicken könnten. Genau aus diesem Grund möchte ich das heutige Thema näher beleuchten, um mögliche Missverständnisse in dieser Angelegenheit zu vermeiden. Ich glaube nämlich nur, dass Hermine in der Verfilmung der Harry Potter-Reihe mit Harry zusammen sein sollte und nicht in der Buchreihe. Nun, es gibt genau drei Gründe, warum ich so denke, und sie alle drehen sich um die Freiheiten, die man sich mit den Charakteren von Ron, Hermine und Harry genommen hat, als man die Bücher in die Filme adaptiert hat. Ich meine natürlich, wie sowohl Hermine als auch Harry in den Filmen zu nahezu perfekten Versionen ihrer selbst gemacht wurden, insbesondere im Fall von Hermine. Gleichzeitig wird Ron als eine alberne Version seiner Buchfigur dargestellt. Im Falle von Harry scheinen die Filme seine witzigere und rebellischere Seite entfernt zu haben, und er wird zu einem Helden mit minimalen Schwächen gemacht. Bei Hermine und Ron scheinen die Drehbuchautoren einfach viele von Rons wichtigen Momenten weggenommen und sie Hermine gegeben zu haben, was zu einer Degradierung von Rons Charakter und einer Überbetonung von Hermine geführt hat. Es könnte eine große Komponente davon darauf zurückzuführen sein, dass die Autoren versucht haben, die Handlung für das Publikum zu vereinfachen. Indem man Hermine in den Filmen alle lehrreichen Sätze gab, konnten die Zuschauer vermuten, dass Hermine, wenn sie sprach, oft Dinge über die Zaubererwelt erklärte. Meiner Meinung nach war das völlig unnötig und ergab auch wirklich nicht viel Sinn. In den Büchern war Hermine zwar sehr intelligent, insbesondere wenn es um das Lernen aus Büchern ging, jedoch war es Ron, der die Quelle für Informationen darüber war, wie die Zaubererwelt funktionierte. Das machte durchaus Sinn, denn Ron als reinblütiger Zauberer in einer magischen Familie hineingeboren, hatte sein ganzes Leben in dieser Welt verbracht. Hermine hingegen war eine Muggelhexe und hatte keine Ahnung, dass diese Zaubererwelt überhaupt existierte, bis sie den Brief von Hogwarts erhielt. Aber das war nur ein kleiner Rückblick auf einige der wichtigsten Unterschiede zwischen der Buch- und Filmversion dieser drei Hauptfiguren. In Anbetracht all dessen gebe ich offen zu, dass ich nicht glaube, dass Hermine in den Romanen mit Harry hätte zusammen sein sollen. Tatsächlich sind Hermine und Ron in der Buchreihe nun ja eigentlich fast perfekt füreinander geschaffen. Sie unterstützen sich gegenseitig, wenn es darauf ankommt, und fordern sich gegenseitig in Bereichen heraus, in denen der andere Defizite hat. Außerdem ist Ron in den Büchern viel klüger als in den Filmen, sodass er wirklich mit Hermines Intelligenz mithalten kann und ihr Wissen aus den Büchern mit seiner Schlagfertigkeit, seinem Witz, Humor und seiner Tapferkeit ausgleicht. Das ist in den Filmen ganz eindeutig nicht der Fall. Ein großartiges Beispiel dafür findet sich in einem der vielen Unterschiede zwischen den Szenen in Der Gefangene von Azkaban. Diese Szene spielt in Professor Snapes Zaubertränkeunterricht, als der den Drittklässler in einer Frage stellt. Sowohl in der Buch- als auch der Filmfassung ist Hermine äußerst eifrig bei der Beantwortung der Frage, da sie natürlich die Antwort kennt. Snape weigerte sich jedoch, sie aufzufordern, und so teilte sie die Antwort ungefragt mit der Klasse. Der Rest der Szene spielte sich im Roman folgendermaßen ab. »Das ist das zweite Mal, dass Sie unangemeldet gesprochen haben, Miss Granger«, sagte Snape. »5 weitere Punkte Abzug für Gryffindor, für die unerträgliche Besserwisserei.« Hermine wurde rot, legte ihre Hand nieder und starrte mit Tränen in den Augen auf den Boden. Es war ein Zeichen dafür, wie sehr die Klasse Snape verabscheute, dass sie ihn alle anglotzten, denn jeder von ihnen hatte Hermine mindestens einmal eine Besserwisserin genannt. Und Ron, der Hermine gesagt hatte, sie sei eine Besserwisserin, sagte laut, »Sie haben uns eine Frage gestellt, und sie weiß die Antwort. Warum fragen Sie überhaupt, wenn Sie es nicht wissen wollen?« Ganz im Gegensatz dazu ist die Filmantwort von Ron eine ganz andere. Erinnerst du dich, was Ron sagt? Er hat gesagt, er hat nicht ganz Unrecht, weißt du? Kein Wunder, dass die Fans der Harry Potter-Reihe der Meinung sind, dass Ron es nicht verdient hat, mit dieser makellosen und schönen Version von Hermine zusammen zu sein, wie sie von Emma Watson dargestellt wird. Er ist nicht nur nicht sehr klug, sondern auch ein kompletter Idiot leider. Leider scheint diese Art von verlorener Übersetzung bei der Übertragung vom Buch in den Film ziemlich häufig zu sein, denn es gibt mehrere andere Szenen, in denen Ron in den Roman als jemand dargestellt wird, der in Hermines bestem Interesse handelt oder sich für sie oder Harry einsetzt, aber in den Filmen ist er entweder unhöflich, schweigsam oder die Szene gibt es einfach nicht.
Ehrlich gesagt, ich beneide die Drehbuchautoren natürlich nicht um die Aufgabe, die sie beim Schreiben der 7 Harry Potter Drehbücher hatten. Es ist keine leichte Aufgabe, bis 800 Seiten lange Bücher in zweistündige Filme zu schneiden. Aber ich bin einfach nicht mit der Drehbuchänderung einverstanden, die Rons Beziehung zu Hermine grundlegend verändert. Ganz zu schweigen von dem, was es für seine Freundschaft zu Harry bedeutet. Ich meine, sind Ron und Harry im Film überhaupt beste Freunde? Es scheint nicht so zu sein, oder? Jedenfalls nicht wirklich. Es gibt auch mehrere Szenarien, die in den Filmen dargestellt werden, die in den Büchern nicht vorkommen, und viele davon lassen den Eindruck entstehen, dass Hermine und Harry viel besser zueinander passen würden. Andere Szenarien lassen den Eindruck entstehen, dass Hermine und Harry besser zueinander passen würden als Hermine und Ron. In der Verfilmung von Der Halbblutprinz sehen wir zum Beispiel, wie Harry eine weinende Hermine in einem der Türme von Hogwarts tröstet. Wie du dich vielleicht erinnerst, weint sie in dieser Szene, weil sie verärgert darüber ist, dass Ron mit Lavender Brown ausgeht. Obwohl Ron im Buch auch mit Lavender Brown ausgegangen sein mag, bekommen wir nie eine Szene zu sehen, in der Hermine an Harrys Schulter weint. Tatsächlich scheint er nur im Vorbeigehen zu bemerken, dass sie geweint hat, wobei die Beschreibung aus dem Buch eher wie folgt klingen. Harry glaubte ein Schluchzen zu hören, bevor er die Tür zuschlug. Es gibt auch die Szene am Ende von Der Halbblutprinz, als alle drei Freunde noch in Hogwarts sind und Harry ihnen mitteilt, dass er nicht vorhat, im nächsten Jahr nach Hogwarts zurückzukehren, sondern stattdessen Voldemorts Horcrux aufzuspüren, um den dunklen Lord ein für alle Mal zu besiegen. Im Buch läuft das Ganze folgendermaßen ab. »Wir werden dort sein, Harry«, sagte Ron. »Was? Im Haus deiner Tante und deines Onkels«, sagte Ron. »Und dann gehen wir mit dir, wohin du auch gehst.« »Nein«, sagte Harry schnell. Damals hatte er nicht gerechnet. Er hatte gemeint, dass sie verstehen würden, dass er die höchst gefährliche Reise allein antrat. »Du hast es schon einmal gesagt«, sagte Hermine schnell, »dass wir umkehren können, wenn wir wollen. Wir hatten Zeit, nicht wahr? Wir sind bei dir, egal was passiert.« Im Gegensatz dazu sitzt Ron in den Filmen lächerlich weit weg von Hermine und Harry, während die beiden ihre gemeinsame Zukunft planen. »Harry, ich werde nicht zurückkommen, Hermine. Ich muss zu Ende bringen, was Dumbledore begonnen hat, und ich weiß nicht, wohin mich das führen wird, aber ich werde dich und Ron wissen lassen, wo ich bin, sobald ich kann.« Hermine sagte, »Ich habe deinen Mut immer bewundert, Harry, aber manchmal kannst du wirklich dumm sein. Du glaubst doch nicht wirklich, dass du all diese Horcruxe alleine finden kannst, oder? Du brauchst uns, Harry.« Es scheint in den Filmen also relativ offensichtlich, dass Hermine und Harry zusammengehören. Alles in allem bin ich, wenn es um die Filme geht, ziemlich überzeugt von Hermine und Harry als Paar, auch wenn es ungewöhnlich klingt. Aber damit sind wir am Ende eines weiteren Videos angelangt. Was haltet ihr davon? Stimmt ihr zu oder seid ihr dagegen? Hättet ihr Hermine und Harry im Film gerne zusammen gesehen? Vielleicht denkt ihr sogar, dass Hermine und Harry im Buch zusammen sein sollten, wer weiß. Oder glaubt ihr vielleicht, dass Ron sowohl im Film als auch im Buch der richtige Partner für Hermine war? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und das war's wieder mit diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like da und abonniere den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.